Herzlich willkommen zum ersten Videotutorial hier auf wikifolio.com. Ich möchte Ihnen heute kurz vorstellen, wie die neueste Partnerintegration mit Wall Street Online funktioniert. Das wird vor allem unsere Trader mit ihren Handelsstrategien interessieren, aber natürlich auch die Anleger, da sie nun auf Wall Street Online einen direkten Vergleich haben oder direkt auch die Trader beobachten können, die auch auf wikifolio.com aktiv sind. Man geht dazu auf wallstreetonline.de/wikifolio. Man sieht hier schon einmal eine kurze Erklärung, was ist Wikifolio, was macht man mit Wikifolio, und Sie sehen hier jetzt auch schon die ersten verlinkten Wikifolios. Man kann diese zum Beispiel nach dem größten Anlagevolumen sortieren. Da sieht man auch schon, da sind bekannte Wikifolio-Trader darunter, wie zum Beispiel ein Richie mit seinem Umbrella hier unter dem Pseudonym M. Beckers, ein Pepe Invest oder auch ein Katusha Research, der vor allem auf Wall Street Online die letzten Monate, aber auch Jahre schon sehr, sehr aktiv war. Wie funktioniert nun diese Verknüpfung? Das heißt, dass ich mit meinem Wikifolio hier auch eine größere Anlegerschar oder potenzielle Investoren erreichen kann. Man klickt hier unter www.wallstreetonline.de/wikifolio eben auf diesen Jetzt Wikifolio verknüpfen. Dann kommt man direkt in sein Wall Street Online Profil. Sollte man bisher noch kein Wall Street Online Profil haben, dann müsste man das natürlich hier entsprechend anlegen. Und hier ist es jetzt ganz wichtig, dass man diese drei Felder korrekt ausfüllt. Zum einen die bei Wikifolio hinterlegte E-Mail-Adresse, zum anderen auch die Postleitzahl bei Wikifolios, die bereits investierbar sind, damit wir hier auch den tatsächlichen Link herstellen können, und dann entsprechend die URL des Wikifolios. Ich zeige jetzt mal am Beispiel Katusha, wie das dann aussieht. Wenn ich mir hier jetzt das Profil von Katusha Research ansehe, dann sieht man hier jetzt in seinem öffentlichen Profil, dass hier rechts sein größtes Wikifolio eben angezeigt wird. Zum einen, wie viele Investitionen folgen ihm, wie viel Performance hat er entsprechend gemacht, und natürlich dann auch der Link zum Wikifolio. Man sieht hier schon an Katusha, der jetzt knapp über 3.500 Einträge bereits auf Wall Street Online gemacht haben, dass es sich um einen sehr, sehr aktiven Trader handelt, der in der Community auf Wall Street Online sich auch schon einen entsprechenden Namen gemacht hat. Das Spannende jetzt an dieser Integration ist aber natürlich auch, sobald ich als Wall Street Online User mit meinem verlinkten Wikifolio nun einen Kommentar mache, wie jetzt eben Katusha, ich klicke hier zum Beispiel auf einen Kommentar, den er zu Borussia Dortmund gemacht hat oder zur Aktie Borussia Dortmund, dann sieht man sehr schön, dass bei jedem Kommentar im Footer dann auch der entsprechende Link zum Wikifolio führt. Das heißt quasi, wenn ich hier nun auf diesen Link klicke, komme ich auf das Profil des entsprechenden Traders. Ich kann mich dann natürlich quasi, wenn ich jetzt hier etwas runterscrolle, dann zur entsprechenden Aktie durchklicken, und ich sehe dann, was zum Beispiel jetzt hier Katusha an Werten in seinem Portfolio hat. Das ist man ja von Wikifolio gewohnt. Völlige Transparenz zu jedem Zeitpunkt. Was wir nun seit einigen Tagen auch implementiert haben, ist, wenn die Daten korrekt auf Wall Street Online eingegeben wurden, dann werden diese Daten an Wikifolio übertragen, und man hat gleichzeitig hier dann auch eine Rückverlinkung aus dem Wikifolio-Profil in das Wall Street Online-Profil und somit natürlich von beiden Seiten eine erhöhte Aufmerksamkeit, und man kann hier entsprechend seine Trades noch besser erklären bzw. der Community auf Wall Street Online auch zeigen, wie gut man mit seiner Handelsstrategie fährt, oder beziehungsweise dann auch kommentieren, welche besonderen Trades man in letzter Zeit gemacht hat. So, das war es eigentlich auch schon wieder gewesen. Das war jetzt eine ganz kurze Einführung, wie diese Verlinkung funktioniert. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es würde uns interessieren, ob Ihnen dieses Format dieser Tutorials oder dieser Videotutorials gefällt. Gerne auch in den Kommentaren, gerne auch direkt bei uns melden, was wir in den nächsten Tagen und Wochen hier noch an weiteren Videotutorials für Sie erstellen sollen. Besten Dank!